Der Frühling, meine sehr geehrten Damen und Herren, lockt nicht nur die Motorradfahrer nach draußen, sondern auch die Pferdefreunde. Und genau das ist jetzt das Thema unserer Sendung. Herzlich willkommen vom Agrarbildungszentrum Lambach, Frau Christine Plackholm, grüß Gott, und Herr Direktor Franz Hochreiner, grüß Gott. Die Pferdewirtschaft wird großgeschrieben im Agrarbildungszentrum Lambach. Auch eine ganz besondere Ausbildung gibt es dort. Welche ist das? Die Pferdewirtschaft ist in Lambach überhaupt entstanden. Wir haben diesen Beruf kreiert und bilden schon seit vielen Jahren Pferdewirtinnen und Pferdewirte aus. Zurzeit bieten wir zwei Ausbildungsschienen an, eine vierjährige Form. Diese vierjährige Form ist sehr praxisorientiert, mit einem Praxisjahr inkludiert. Diese Form richtet sich vor allem an Pferdewirtinnen, die sich eben tatsächlich im praktischen Umgang mit den Pferden beschäftigen. Und neu, seit 3 Jahren, gibt es eben eine sechsjährige Form. Diese sechsjährige Form kombiniert die pferdewirtschaftliche Ausbildung mit einer Reife- und Diplomprüfung einer Handelsakademie. Hier werden auch Führungskräfte für die Pferdewirtschaft ausgebildet, denn Pferdewirtschaft ist zunehmend auch Kopfarbeit. Also eine fundierte Ausbildung gibt es im Agrarbildungszentrum. Und genau diese Leistungen, genau diese Fähigkeiten, das Know-how, das die jungen Damen und Herren bei Ihnen lernen, die gibt es einmal im Jahr zu sehen, nämlich bei den heißen Eisen in Lambach. Frau Plackholm, Sie sind dort die Moderatorin. Was bieten die heißen Eisen 2013? Ja, die heißen Eisen sind das Jahreshighlight am Agrarbildungszentrum Lambach. Das große Ereignis der Fachrichtung Pferdewirtschaft. Die Schülerinnen und Schüler zeigen Darbietungen aus dem Reit- und Fahrunterricht, verpackt in einem bunten Showprogramm. Und heuer gibt es das Motto Disneyland. Das heißt, verschiedenste Themen von Walt Disneys Filmen werden hier hergenommen und für Dressurquadrillen, Springquadrillen, Horseball verwendet. Und das Programm verspricht also wieder einiges an Spannung, Eleganz und Charme. Das wird dem Publikum interessant dargestellt. Natürlich alles mit Pferden, mit Kutschen. Ich weiß schon, das ist wirklich hochspannend für jedermann. Ich glaube, alt und jung sind herzlich eingeladen. Wir freuen uns immer wieder, dass wir eine große Schar pferdebegeisterter Menschen begrüßen dürfen. Von Familien beginnen bis zu Freizeitreiterinnen und Freizeitreitern, aber auch Profisportler und natürlich auch sehr viele Ehrengäste, denn unsere Veranstaltung ist mittlerweile zu einem beliebten Treffpunkt auch für Wirtschaft, Kultur und Pferdesport und Pferdezucht geworden. Nicht zu vergessen, auch die Kinder sind dort gut aufgehoben, es gibt viel zu sehen. Absolut, also es ist bestimmt für jeden etwas dabei und man kann nur sagen, kommen Sie zu uns am 14. April ins Pferdezentrum Stadelbaurer zu den heißen Eisen 2013. Um 14 Uhr geht's los. Ich bedanke mich sehr herzlich für den Besuch bei uns und wünsche Ihnen gutes Gelingen mit den heißen Eisen, dass richtig heiß hergehen wird. Danke. Dankeschön.